In diesem Video zeige ich, wie ich einen Cloner für Stecklinge aus Euroboxen baue. Die nötigen Druckdaten gibt es kostenlos zum Download oder die fertigen Teile in meinem Shop. Es gibt viele Möglichkeiten, Stecklinge zu machen. Für Erde verwende ich nach wie vor die Methode, wie in meinem ersten Video gezeigt. Da ich durch meinen Eurobox-Docht-System-Grow bereits ein halbes hydroponisches System aufgebaut hatte, bin ich auf den Hydrogeschmack gekommen. Für Hydroponik braucht man allerdings Stecklinge ohne Erde. Kommerzielle Lösungen gibt es viele. Ich wollte trotzdem mein eigenes System bauen. Günstig, modular und anpassbar. Auch hier habe ich wieder auf Euroboxen zurückgegriffen. Die sind lebensmittelecht, stapelbar und überall günstig zu bekommen. Selbstverständlich lassen sich so gezogene Stecklinge trotzdem in Erde einpflanzen. Die einfachste Variante ist ein DBC-Cloner. DBC steht für Deep Water Culture. Die Stecklinge hängen hierbei mit dem Stängel direkt im Wasser, das durch eine Luftpumpe mit Sauerstoff versorgt wird. Das verhindert Fäulnis und regt die Wurzelbildung an. Aero-Cloner habe ich ebenfalls überlegt, aber mehr Aufwand, höhere Lautstärke und mehr Fehlerquellen machen ihn für mich nicht attraktiv. Netztöpfe, wie sie in normalen DWC-Systemen verwendet werden, sind für Cloner nicht ideal. Beim Umtopfen in das Hauptsystem beschädigt man fast immer die frischen Wurzeln. Deshalb nutze ich geschlitzte Schaumstoffscheiben, die die Stecklinge schonend halten. Diese wiederum liegen in gedruckten Adapterringen. So kommt kein Licht in den Tank und die Steckis lassen sich einfach rausnehmen und umsetzen. Die Wahl der Kisten. Ich verwende Euroboxen in 30x20 cm. Der untere Behälter ist 12 cm hoch und lichtdicht. Das ist wichtig, damit sich im Tank keine Algen bilden. Als obere Einheit verwende ich eine zweite, 7 cm hohe Kiste. Günstiger als ein passender Deckel und einfacher abzudecken, zum Beispiel mit Folie oder einer Haube. Selbstverständlich kann stattdessen aber auch einfach ein passender Deckel verwendet werden. Die Druckteile sind so konstruiert, dass sie mit allen möglichen Behältern kompatibel sind. Hauptsache, in die untere Box kommt kein Licht. Wer nur wenige Stecklinge auf einmal ziehen möchte, kann das System auch kleiner bauen. Zum Beispiel eine Tupperdose mit passendem Deckel. Für größere Mengen lässt sich das Konzept problemlos skalieren. Einfach eine größere Kiste, mehr Bohrungen und Adapter. Je nach Bedarf können damit also viele oder nur wenige Stecklinge gleichzeitig bewurzelt werden. Pflanzenhalter und Adapterringe. Als Halter für die Pflanzen habe ich Adapterringe konstruiert, die einfach lose in den Löchern der oberen Kiste oder des Deckels liegen. So können die Pflanzen einfach entnommen werden. Licht kommt hier keines durch. Die Stecklinge selbst werden durch geschlitzte Schaumstoffscheiben gehalten. Üblicherweise werden hierfür Neoprenscheiben verwendet. Da ich jedoch keine in den gewünschten Durchmessern finden konnte, die schnell lieferbar waren, habe ich überlegt, wie man selbst welche herstellen könnte. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Verpackung meiner Spider-Farmer-Geräte einiges an ungenutztem Schaumstoff war. Um nicht ausschneiden zu müssen, habe ich einen Ausstecher konstruiert, der genau passende Scheiben für die Adapterringe herstellt. Die sehen zwar nicht ganz so perfekt aus wie gekaufte, sind dafür aber quasi kostenlos und ressourcenschonend. Die Druckdaten für die Adapter gibt es zum kostenlosen Download, die fertigen Druckteile in meinem Shop. Ich habe das hier mal exemplarisch mit einem Stück Basilikum dargestellt, da sonst das Video automatisch altersbeschränkt und demonetarisiert wird und dadurch deutlich an Reichweite verliert. Deckel. Um gerade am Anfang die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, ist ein transparenter Deckel sinnvoll. Eigentlich wollte ich den Deckel der Kiste etwas anders umsetzen. Als ich vom Kauf der Euroboxen zurückgekommen bin, lag allerdings eine IKEA-Sammlerbox in einer zu verschenken Kiste vor dem Haus, die perfekt auf die kleinen Euroboxen passt. Also mitgenommen, Deckelkonzept geändert und dafür noch passende Halter konstruiert. Die Sammler liegt dadurch nicht plan auf. Es bleibt etwas Luftaustausch und der Schlauch für die Luft passt auch sauber durch. Wasserstandsanzeige. Um von außen sehen zu können, wie hoch der Wasserstand im Tank ist, wollte ich eine Anzeige integrieren. Zuerst habe ich mit selbstgedruckten Schwimmern experimentiert. Die haben sich allerdings nach ein paar Tagen vollgesogen und waren unbrauchbar. Daraufhin habe ich simple Wasserstandsanzeiger für Blumentöpfe gekauft und einen Adapterring so umkonstruiert, dass er diese Anzeige halten kann. Die Höhe lässt sich flexibel anpassen. Damit kann jedes gewünschte Wasserlevel eingestellt werden. Der Wasserstandsanzeiger selbst besteht im Grunde nur aus einem Schwimmer in einem Rohr. Bei Bedarf kann beides gekürzt werden. Für die Wasserstandsanzeige verliert man dann einen Steckplatz, aber das war es mir wert. Link zur Anzeige in der Videobeschreibung. Luftpumpe. Für die Sauerstoffversorgung verwende ich eine Aquariumluftpumpe mit Sprudelstein. Die läuft bei mir durchgehend und war mit ca. 15 Euro die teuerste Komponente. Es gibt auch deutlich günstigere Alternativen ab ungefähr 4 Euro. Beide sind in der Beschreibung verlinkt. Der Luftschlauch wird durch einen Schaumstoffring geführt, der zusätzlich mit einem Stück lichtdichten Schlauch bestückt ist, um auch hier Lichteinfall in den Tank zu verhindern. Ein Steckplatz geht auch dabei verloren. Alternativ könnte man auch ein Loch in die untere Kiste bohren, ich wollte sie aber möglichst unbeschädigt lassen. Was die Stromkosten betrifft.
Die Pumpe hat eine Leistungsaufnahme von etwa 1,5 Watt. Wenn sie das ganze Jahr durchläuft, kostet das ungefähr 5 Euro im Jahr. Also absolut vernachlässigbar im Vergleich zum Beispiel zum Licht. Zur Lautstärke. Meine Pumpe ist im Betrieb kaum hörbar, auch in direkter Nähe. Allerdings hängt das nicht nur vom Gerät selbst ab, auch der verwendete Sprudelstein und die Wassertiefe beeinflussen das Geräusch. Stecklinge schneiden. Die Stecklinge wurden einfach mit einer Schere von der Mutterpflanze geschnitten und direkt in Wasser gestellt, damit der Anschnitt nicht austrocknet. Danach wurde mit einer Rasierklinge nochmal frisch schräg angeschnitten, eingespannt und in den Kloner eingesetzt. Es wurde kein Wurzelhormon verwendet. Ebenso keine Handschuhe, keine Desinfektion der Klinge, keine sterilen Arbeitsbedingungen. Ich habe nicht mal mit Wasserstoffperoxid herumhantiert. Klar, man sollte seine Stecklinge nicht gerade in der Biodonne zwischenlagern. Aber echte Sterilität ist in so einem offenen System nicht erreichbar und meist auch völlig überbewertet. Wenn dich interessiert, wie es aussieht, wenn Sterilität plötzlich wirklich entscheidend wird und was man dafür alles beachten muss, dann bleib dran. Auf dem Kanal kommt bald eine etwas andere Videoserie, in der es darum geht, daheim unter Laborbedingungen zu arbeiten. Wasser und Nährstoffe. Zum Einsatz kam ganz normales Leitungswasser, ohne pH-Anpassung oder sonstige Zusätze. Dünger soll das Wurzelwachstum angeblich bremsen. Ob das stimmt, werde ich in Zukunft testen. Als alle Stecklinge Wurzeln zeigten, habe ich dann schwach dosierten Dünger gegeben, um Mangelerscheinungen vorzubeugen. Ergebnisse und zusätzliche Hinweise. Nach ca. 10 Tagen hatten fast alle Stecklinge erste Wurzeln. Die Kiste stand in meinem Stecklingsschrank, beleuchtet mit einem Sunlight-Panel bei ca. 15 Watt und 18 Stunden Licht. Die Wassertemperatur lag, je nach Raumtemperatur, zwischen 19 und 22 Grad. Und genau hier liegt ein entscheidender Punkt beim DWC-System. Je höher die Wassertemperatur, desto geringer ist der Sauerstoffgehalt im Wasser und desto schneller können sich unerwünschte Bakterien oder Fäulnis bilden. Wenn die Stecklinge länger im Kloner bleiben, zum Beispiel über 2 Wochen, lohnt es sich, die Wurzeln regelmäßig zu kontrollieren. Verfärbte, matschige oder übelriechende Wurzeln deuten auf beginnende Fäulnis hin. Spätestens dann sollte entweder das Wasser gewechselt oder die Stecklinge umgesetzt werden. Theoretisch funktioniert so ein Kloner auch komplett ohne Luftpumpe, also einfach als Wasserbad. Das habe ich testweise auch probiert. Die Bewurzelung dauert dann aber etwas länger und besonders bei Temperaturen über 22 Grad wird's kritisch. Ohne Sauerstoffversorgung steigt die Gefahr von Wurzelfäule rapide an. Mit Pumpe ist es also sicherer, gerade im Sommer oder wenn das Wasser nicht gekühlt wird. Nach 15 Tagen hatten alle Stecklinge stabile weiße Wurzeln. Die größten Stecklinge hatten dabei auch am meisten Wurzelmasse gebildet. Größe lohnt sich also auch beim Schneiden. Sobald die Wurzeln etwa 3 bis 5 cm lang sind und sich einige davon gebildet haben, setze ich die Stecklinge ins endgültige System um. Das kann in Erde, ein DWC-Topf mit Blähton oder ein anderes hydroponisches Setup sein, je nachdem, was gerade geplant ist. Wichtig, die Wurzeln sollten dabei nicht gequetscht und möglichst vorsichtig behandelt werden. Für mein aktuelles Projekt wurde der stärkste Steckling direkt in ein Do-it-yourself-DWC-System umgesetzt. Zu diesem Grow in einem 40x40 Zelt kommen demnächst auch Videos. Du willst das System nachbauen? Druckdaten findest du unten in der Beschreibung. Und wenn du keinen Drucker hast, bekommst du alle Teile fertig in meinem Shop. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und wenn dir das Video gefallen oder geholfen hat, Daumen hoch und am besten noch einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal.